ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Elektrobytes. Ich bin der Tarik aus Köln. Diesmal bin ich in Köln-Rohndorf, denn ein Community-Mitglied von uns, der Wolfgang, hat mich angeschrieben und hat gesagt, Tarik, weißt du was, ich habe eine PV-Anlage auf dem Gartenhäuschen oder über der Garage und ich fahre elektrisch seit 5 Jahren, meine Freundin fährt elektrisch seit 5 Jahren, uns geht's wunderbar und er wollte uns das mal einfach erklären, wie hat das geklappt. Was hat das gekostet? Wie funktioniert das alles? Ich kenne mich selber persönlich damit auch selber noch nicht so gut aus. Deswegen wird uns der Wolfgang alles über alles aufklären. Da ist er auch. Hallo Wolfgang, schön. Hallo Tarek, grüß dich. Danke für die Einladung. Gerne. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, uns und der Community hier mal heute zu erklären, wie das denn alles so läuft mit einer PV-Anlage. Ja. Und erzähl mal, du wohnst hier in Köln? Ich wohne hier in Köln-Rondorf, Nähe Godorf, Rodenkirchen. Sollten einigen bekannt sein durch IKEA oder Metro, was hier in der Nähe ist. Und ich besitze ein Haus, was Baujahr 1903 ist, neu verklinkert. 50er Mauerwerk mit einer Solarthermie seit etwa 10 Jahren auf dem Dach. Und vor 5 Jahren habe ich mir den Hyundai Ioniq gekauft. Ja, den kann man da unten schön sehen. Weil ich wegen der Beschleunigung Elektroauto fahren wollte. Ich hatte mir mal einen Tesla geliehen, das war ein Fehler. Ja. Da musste ein Elektroauto her. Mhm. Und wenn man dann so tagsüber oder abends im Garten sitzt und sieht das Garagendach, was ihr jetzt auch sehen konntet, und die Sonne da so drauf scheint und man die einigen Videos von unserem Herrn Ludelei sieht, fängt man an zu denken. Und ja, eine Solaranlage wäre sinnvoll bei Elektroauto, weil mit beiden Elektroautos haben wir einen jährlichen Verbrauch von etwa 8.000 bis 9.000 Kilowatt. Thema Elektroauto. Du fährst den Ioniq 28? Ja. Vor 5 Jahren? Ja. Gekauft als gebrauchtes? Nein, als Neufahrzeug. Als Neufahrzeug? Ja. Okay. Und wie viele Kilometer hast du mittlerweile drauf? 56. Ja, cool. Und zufrieden immer noch? Ich will kein anderes mehr. Elektromobilität also schon mal nicht bereut? Nein, auf keinen Fall. Ich bin auch direkt ins kalte Wasser gesprungen. Das heißt, ich habe den in Landsberg beim Sangel gekauft. Ja. In der Nähe von München? Ein Honda-Verbrenner abgegeben, Civic Sport, gegen den Ioniq und bin dann direkt 586 Kilometer nach Hause gefahren, das erste Mal Langstrecke. Vor fünf Jahren. Und damals war die Ladeinfrastruktur noch lange nicht so wie heute. Nein. Wie hast du das gemacht mit dem Laden? Ganz einfach, ich habe mit dem Herrn Sangel besprochen, wie ich das machen möchte. Und genau so, Stuttgart das erste Mal nach 200 Kilometer, war direkt Reichweitenangst-Ignorierer. Das heißt, alle roten Striche waren an. Hat wunderbar funktioniert, angesteckt. Geguckt, ja, gut, lädt, was zu essen geholt, komme wieder, Auto voll. Ja, cool. Und ich war zu langsam. Und dann die dummen Sprüche. Ja, ja, Elektroautofahrer. Ja, genau. Ne, müssen warten und so. Nee, nee, sag ich, Auto ist fertig, ich nicht. Okay, das Haus hattest du natürlich damals schon, aber noch nicht die PV-Anlage. Nein. Das heißt, zu Hause konntest du noch nicht laden. Doch, ich hatte immer schon, das war Grundvoraussetzung, dass der Sangel mir das Auto verkaufte, dass ich zu Hause laden kann. Ach, du hattest schon eine Wallbox. Keine Wallbox, ein Stromanschluss. Ein Strom. Okay, das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Wir laufen mal runter und dann erklären wir euch das dann detaillierter. Ja, und schaut mal, wen wir hier haben. Hallo, mein Schatz. Wie heißt sie nochmal? Maler. Maler. Na, wie geht's dir denn, mein Schatz? Sind wir Freunde geworden? Ja, ne? Und wen haben wir hier? Das ist der Kalle. Kalle, was ist jung? Alles klar? Und da kommt der Schröder. Schröder. Na komm. Sag mal hallo zu Onkel Tarik. So, Wolfgang, erzähl mal. Das ist dein Ioniq? Das ist der Hyundai Ioniq. Ja. Und wie ich das Auto bekommen habe, ja, war vorhanden Starkstromanschluss. Starkstromanschluss, weil ich eine kleine Firma habe, ab und zu eine Flex brauche oder sonstige Sachen. Das ist doch schon mal eine halbe Miete. Und der Herr Sangel mir dann dieses Ladekabel. Ja, ja. Der Ladeziegel quasi. Richtig. Vom Auto, vom Werk aus. Genau. Genau. Und damit habe ich den 1 Jahr, 1,5 Jahre geladen. Aber hat geklappt, oder? Ohne Probleme. Und das Auto kann ja nur einphasig ziehen. Richtig. Bis zu 7,5 kW. Da habe ich auch die Zoe mitgeladen. Ja, cool. Und so, du hast ja noch ein paar andere Kabel hier. Ja, gut. Bist ja gut ausgerüstet. Dann kam, weil die Zoe ja doch dreiphasig kann, kam die Idee für meine Freundin, das etwas schneller laden kann. Und dann habe ich ihn stark in Strom mit einem CE-Anschluss die
okay. Charge E-Box geholt. Die hat ja an der Seite noch einen Schokoanschluss, ne? Wo man das Kabel anschließen konnte. Und Typ 2. Typ 2. Also eine ganz einfache Wallbox. Von starkem Strom kann ich nur empfehlen. Wie teuer? 299 Euro. Okay, und das da hinter dir? So, im Zuge dann, dass man sich gedacht hat, jetzt eine Solaranlage aufs Dach, dann habe ich das mit den Solarberatern geplant, wie groß wir machen können. Die haben dann gesagt, wir bräuchten etwa 13 Meter. Die Halle ist 12,5. Habe ich dann einen Überstand nach vorne gebaut, einen Überstand nach hinten gebaut. Schaut mal. Was ja vorhanden war. Genau. Dass 24 Module auf das Dach drauf gingen. Das habt ihr eben nämlich gesehen. 24 Module, also 12 Reihe vorne und 12 Reihe dahinter. Wie viel kannst du damit im Peak ziehen? 9,8 Kilowatt. 9,8 Kilowatt kann er im Peak damit ziehen. Okay, und? Und dann kam dazu, weil ich solaroptimiertes Laden haben wollte, eine Wallbox, die natürlich nicht so aussieht. Die ist schön weiß, wo hier Scenic steht. Die hast du verliert. Die musste ich verlieren, ja. Und sie ist, theoretisch ist es eine Heidelberg. Ah ja, okay, verstehe. Sag Heidelberg baut Wallboxen, das sind die Wallboxen mit den H, für Scenic die Wallboxen. Und die kommuniziert über USB-Kabel mit dem Speicher und mit dem Hauskraftwerk und sagt, ich habe Solarüberschuss, ich lade das ins Auto, wenn es angesteckt ist. Wie lädst du dann? Also tust du den meistens nachts anstecken? Nein, nachts habe ich ja keine Sonne. Also wenn ich fahre mit dem Roller zur Arbeit, so, jetzt fängt die an zu laden. Und jetzt? Ah ja. Kommuniziert die mit dem Auto. Es und klickt und klackt, wie immer. So, und jetzt guckt er, ob der hat. Und er sagt jetzt, geringe Ladeleistung, klar, logisch, 17 Stunden. Ah ja, okay. Aber immerhin. Ich habe jetzt 39% drin. Standzeit ist Ladezeit, ihr Lieben. Wenn der Wolfgang das Auto eh nicht braucht und das Ding steht hier. Ja, richtig. Also. Meine Freundin ist sehr optimal. Die fährt erst nachmittags arbeiten. Nur jetzt in dieser Woche nicht. Aber sonst fährt die um 16 Uhr arbeiten. Wenn ich zur Arbeit gehe, stecke ich die morgens an. Wenn sie dann fährt, steckt sie die ab. Und dann haben wir das drin, was sie braucht. Thema PV-Anlage, die hast du jetzt nicht aufs Hausdach gemacht, sondern aufs Garagendach. Garagendach. Weil hier der Vorteil ist, dass ich den ganzen Tag Sonne habe. Die Sonne geht im Osten auf, wo Tarek eben hingewiesen. Da ist etwa, da geht sie auf, wo er jetzt ist. Ne, ein Stückchen, dann geht sie so rum. Ah, bis sie hinter dem Haus verschwindet. Ja, aber die steht so hoch, dass die Spitze, also bis 17 Uhr knapp. Das heißt also, du hast bis, ja genau, bis 17 Uhr. Ich habe volle Südsonne, da ist Süden. Okay, Wolfgang, du hast dann das Blechdach hochgemacht, selber dran gemacht. Ich habe die ursprünglichen Internetplatten gegen Trapezprofil ausgetauscht, mit einer hohen Wölbung. Ja. Dadurch sind die Solarmodule besser unterlüftet. Okay. Man hätte auch ein flacheres nehmen können, weil die Tragfähigkeit ist da, weil ich noch Mittelträger drin habe. Und du hast auch eine bestimmte Neigung. Und ich habe 15 Grad Neigung. Zeigen wir euch auch kurz. Weil es eben ein Pultdach ist. Warte. Hier. Du hast nämlich hinten den Holzbalken etwas höher gesetzt, damit die Neigung dann entsteht. Ja. Okay. So. Mit Zementdübeln, alles verdübelt und aber die Module, die hast du nicht selber dran gemacht? Nein, dann ist die Firma Scenic, die sich relativ als einzigste bereit erklärten, das zu machen, weil wir 13 Meter bis zur Einspeiseanschluss haben, haben wir das gemacht. Die sind dann angekommen, haben die Solarmodule draufgelegt, die Kabel bis ins Haus, dann kam ein Elektriker, hat das, ich sag jetzt mal laienhaft, einfach angeschlossen. Zeigen wir euch gleich, Einfach angeschlossen, und dann ging das bisschen auf ein paar Genehmigungen, was die ja dann alles ausfüllen müssen, Fachunternehmererklärung, bla bla bla. Und dann lief die im August letzten Jahres. Quanta costa? Ja, der Preis. Der Preis belief sich auf die Größe der Anlage auf 30.000 Euro. Inklusive alle Arbeiten? Alle Arbeiten, Materialien, Gerüstaufstellung. Also ich hatte mit nichts was zu tun. Gab es eine Wartezeit für die Module oder waren die sofort lieferbar? Nein, ich hatte das Glück, dass ich habe die im Mai bestellt und im August war sie drauf. Und 30.000 Euro inklusive Zwischenspeicher? Inklusive Speicher. Alles inklusive auch alles. Anschlüsse, auch Wallbox. Also schlüsselfertig sozusagen. Schlüsselfertig. Aber auch mit deiner eigenen Leistung, indem du die Metallbleche dann
selbst gemacht. Genau. Oh, ich würde sagen, dann lass uns mal in den Keller oder beziehungsweise uns den Zwischenspeicher angucken. Ja. Aber wir können ja mal kurz zeigen, wo das Kabel kommt. Da das blaue Kabelkanal. Dann geht sie hier unten weiter am Haus entlang. Wolfgang. Ja, genau. Weiter so. Am Haus entlang. Und ist noch nicht so schön, wird noch verändert. Ja. So, und dann bin ich gegen den Elektriker hier ins Haus reingegangen, direkt um Weg zu sperren. Genau. Sonst hätte man noch weitergehen müssen, da in den Keller rein. Und dann vom Keller wieder hoch. Aber der Wolfgang hat eine ganz andere Lösung gefunden, den gucken wir uns jetzt an. Ich bin dann durch das Arbeitszimmer direkt reingegangen. Ja, da ist das Loch von der Wand. Das wird jetzt ausgeschäumt, verputzt. Und hier kommt das Kabelkanal. Da. Und schaut mal, ihr Lieben, verläuft da unten und hier hinter die Wand. Und da steht direkt der Einspeiser, also der Zählerkasten und der Speicher. Das gucken wir uns jetzt an. Ah ja, hier ist unser Zwischenspeicher von Senec. 7,5 Kilowatt. 7,5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Wahnsinn. Und so eine Unterverteilung ist ja an für sich Standard. Hier könnt ihr sehen, das Kabel von der anderen Seite. Hier wird alles verteilt. Das wurde dann auch alles von der Firma fachgerecht gemacht. Ja. Das ist gut. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Alles, was hier steht und die Anschließen der Kabel oder sonst was, hat alles der Fachelektriker gemacht, der dann rausgekommen ist, der sich auch mit dem RWE auseinandergesetzt hat. Genau. Ich mache jetzt den Zähler runter, ihr müsst den Zwei-Wege-Zähler und diese ganzen Anträge und was damit zu tun hat, ist ja eine sehr große... Eine Frage stellt sich für mich, gibt es hier eine Garantie drauf? Ja, 10 Jahre. 10 Jahre Garantie, okay, cool. Na gut. Dann. Man kann auch, wenn es euch nicht meint, man darf, achte mal, dann kannst du mal reingucken. Oh, schaut mal. Das sind auch die Speicher, die jetzt die Fernabschaltung hatten, wo ja viel im Netz drüber besorgen. Senec hat mich da mit 25 Euro gesagt, die haben gesagt, so viel hättest du eingespeist oder so viel hättest du gespaßt, weil die Solaranlage funktionierte bei mir noch. Nur der Speicher konnte über Nacht nicht speichern. Das heißt, im Ernstfall haben sie mir 7,5 Kilowatt pro Ausfall des Speichers bezahlt. Okay, verstehe. So, und dann zeigst du uns jetzt noch deine App, wie du das alles, die Übersicht behältst und wie man das auch eventuell kontrollieren kann. So, als erstes hat man natürlich auf dem Handy oder auf dem Tablet seine Senec-App. Seine Senec-App, geh mal auf die Übersicht. Ah ja, das sieht schon mal sehr übersichtlich aus. Und jetzt, das ist das, was im Moment produziert wird. Das heißt, bei diesem Licht draußen, es scheint keine Sonne, 5,3 kW. Wahnsinn, ist die Erzeugung momentan? Eins geht, das Auto ist am Laden mit 1 kW. Ja. Und 5,5 Kilowattstunden fürs klar, Haus. Klar, das Haus zieht jetzt die Wallbox und das alles mit. Also sind wir fast autark momentan. Fast. Ich würde, also wenn ich das zusammenreiche... Also wenn wir 5,3 Kilowattstunden erzeugen und nur, beziehungsweise 5,5 Hausstrom verbrauchen... Aber aus dem Netz beziehen wir im Moment gar nichts. Ja, siehst du mal. Und das bei so einem Wetter, ihr Lieben, schaut mal. Also komplett bedeckt und keine Sonne zu sehen. Cool. So, und dann könnte man jetzt, aktuell sind wir 100% gerade selbstversorgt, schaut mal. Das ist ein tolles Gefühl. Na, also, wir haben hier Licht an, wir haben einen PC an, das Auto lädt mit 1,2 kW, der Drucker ist an, Radio ist an, das typische Leben. Und 100% umweltfreundlich, autark. Ey, einfach so von der Sonne. Ich meine, natürlich, 30.000 Euro erstmal hinblättern, die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Jetzt muss man sagen, Senec setzt einen Steuerberater mit an die Seite, der einen dann zur Unternehmer macht für 5 Jahre. Man kriegt die Mehrwertsteuer zurück, also wären wir bei 25.000. Okay, so verstehe. 4,9, 4,8. Wohl viele Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, da sagt der Herr Ludelei auch immer, also ich würde da wirklich mich durchlesen. Es ist viel Geld, auf jeden Fall. Aber wenn du irgendwo bist und du guckst auf die App drauf, was du auf deinem Handy hast und siehst,
hier, der Strich fehlt aus dem Netzbezug. Mhm. Ich zahle keine 30 Cent für Kilowatt oder was man auch immer bezahlt. Mhm. Ja, du kannst das Lachen nicht mehr sehen. Ja, Wahnsinn. Dann fährst du an der Tankstelle vorbei und denkst, ich steck den gleich an. Und ich kann jetzt die Wallbox auch noch steuern. Das ist dann hier. Der im Moment ist auf solaroptimiertes Laden. Wenn ich mal Not am Mann bin, kann ich den auf schnelles laden. Dann zieht er das, was das Auto zählt. Dann zieht er vom Netz. Aber ich habe also keine Einschränkung, dass das Auto nicht voll wird, sondern das bestimme ich. Okay. Und dann kann ich hier noch die Ladeleistungen einstellen. Weil hier ab 6 Ampere, ab so und so viel Ampere, weil eine Zoe steht da auch extra drin, erklärt ja manchmal rumzickt, ist ja eine Ladezicke. Aber bis jetzt hat sie bei uns immer das gemacht, was sie machen soll. Übrigens, ein kleiner Spoiler, die Freundin vom Wolfgang, die fährt die Renault Zoe. 41 kW Akku. 41er Akku und vor Facelift, also Baujahr 2016, 2017. 2016, 2017 rum. Den werde ich für euch nämlich mal checken. Der hat nämlich 90.000 Kilometer drauf. Ja. Und wir werden die Batterie mal auslesen, was denn so eine kleine Zoe, was diese Batterie nach 90.000 Kilometern noch taugt, wie der State of Heels momentan ist. Da freue ich mich ganz besonders drauf, aber das gibt es dann im nächsten Video oder in einem anderen Video auf jeden Fall. Jetzt kommt natürlich von vielen die Fragen, du hast für 30.000 Euro könntest du so und so lang Strom beziehen und sonst was. Ich habe mit beiden Elektroautos im Jahr einen Jahresverbrauch von 8.000 bis 9.000 Kilowatt. Ich komme jetzt damit, dass ich mit den Kosten den Strom mal mit Sicherheit halbiere. So, und, inklusive zwei Autos, ne? Ja. Muss man sich und, mal überlegen. Ich gehe nicht mehr zur Tanke. Ja. Ich habe jetzt auch als allerletztes meinen Verbrennerroller verkauft und bekomme morgen einen NIO GTV. Evo. Ach, du hast hier noch einen E-Roller jetzt zugelegt. Ja. Schön. Ich habe den Verbrenner-Rasenmäher weggetan. Das ist ein Akkurasenmäher. Es ist eine Sucht. Die Umstellung. Man fährt Elektroauto, fängt an zu denken und findet, wie geil das ist. Und es ist eine Sucht. Ich weiß. Ich meine, deine Anfangsbewegung, die lag aber an dem Spaß erstmal, nicht? Nur an dem Spaß. Bei mir genauso. Und alles andere mit Umwelt, damit beschäftigt man sich erst später. Jetzt würde ich noch nicht mal sagen, ich weiß nicht, ob jeder Einzelne kann was ändern in unserer Welt. Aber letztendlich sehe ich, dass es meinem Geldbeutel spart. Wenn ich, wie ich jetzt das letzte Mal den Roller getankt, 7,3 Liter für 16,50 Euro und kommst 186 Kilometer Reichweite vom Ioniq. Ja. Nur wäre es ein Auto, würde ich mehr brauchen. Also cool. Und jetzt für nichts. Der Wolfgang wird in den Kommentaren fleißig mitlesen. Falls ihr Fragen habt, du wirst das natürlich gerne beantworten. Ja. Na? Also kommentieren, Fragen, was auch immer. Ich sage Wolfgang herzlichen Dank, dass ich hier kommen durfte. Gerne. Und die Community auch mal ein bisschen aufklären konnte, wie sowas auch mal laufen kann. Ich persönlich wohne ja im Mehrfamilienhaus. Ich habe keine Lademöglichkeit zu Hause. Das wird sich in der nächsten Zeit leider auch nicht ändern. Aber die Verwaltung ist dabei, in der Tiefgarage jetzt irgendwelche Leitungen oder das zu überprüfen, was machbar ist. Die Zeiten ändern sich. Definitiv. Und da wird sich jetzt in den nächsten Jahren noch mal heftig viel ändern. Man sieht es jetzt hier, Rondorf ist eher ein Vorort von Köln. Aber selbst wir haben mittlerweile eine Ladesäule am Haus der Familie. Siehst du? Wo also ich von hier keine 5 Minuten zu Fuß. Wie sieht es denn aus mit der Nachbarschaft hier? Wie haben die reagiert drauf? Oder Elektromobilität, ist das allgemein ein Thema? Oder sagen die... Ja? Also wir haben schräg hinten ein Tesla Model Y, ein Tesla Model 3, wir haben ein Porsche Taycan hier, wir haben ein Aygo Live hier in der Umgegend. Also man merkt immer wieder, ich habe hier neben mir eine Poststelle und ich habe den Hahnwald hinter mir und man sieht, wie viele Elektroautos mittlerweile hier anhalten, mal schnell zur Post reinspringen, mal schnell zum Netto. Also es ist in den letzten Jahren extrem mehr geworden. Ja, und das wird auch hoffentlich mehr, definitiv. Es werden ja auch immer neue Modelle rauskommen, die auch vielleicht mal unter 30.000 Euro liegen, Neupreis. Ja, das ist das, was wir, also so Renault Zoes müssten es viel, viel mehr geben. Solche Autos, weil die Renault Zoe, kann mir jeder sagen, ist ein hässliches Auto, kann man machen. Guckt euch unsere an, die haben wir
schön gemacht mit Folie. Da bin ich gespannt drauf. Aber vom Konzept her ist das Auto einfach ideal. Aber ihr habt ja noch die Batteriemiete, dazu kommen wir dann später. Leider die Batteriemiete dabei noch, man könnte sie rauskaufen. Ich weiß. Aber das sehen wir im nächsten Video. Ich sage erstmal herzlichen Dank hier und liebe Grüße aus Rundorf. Wolfgang, danke dir nochmal. Tarek, gerne. Tschüss, ciao.